Und damit herzlich willkommen zurück, weil ich bin zu hoch, ihr seid zu flach. Guten Randy. Und ein Glücki. Ja, hallo. Hallo. Wir fahren und fahren und fahren. Wir kommen irgendwie nie an. Hier geht's. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich jetzt hier bin. Ich fahre jetzt hier runter. Der Weg endet dort irgendwo. Okay. Ach guck, hier komme ich doch auch. Hier lang, da lang, durch die Dinger und dann dort hoch. Okay. Ja, funktioniert doch genauso. Muss mich halt ein bisschen durch einen etwas längeren Weg kämpfen, aber geht. In Ernst? Bude, lebt sich hier fest? Gut. Na komm. Ach ja. Ja, so ist es. Das. Jetzt wird's wieder dunkel. Jetzt wird's wieder dunkel. Der Vorteil ist aber halt der Dachrahmen. Das ist halt, du hast ja auch so einen Rahmen, glaube ich, drauf gebaut, ne? Hm. Bei vielen hast du durch den Dachrahmen halt nochmal einen separaten Windenpunkt dann, oben links und rechts. Mhm. Kann halt ein Vorteil sein, wenn du schräg hängst oder schief da hängst. Wenn du dann unten ziehst, kann es sein, dass es die Bude komplett zur Seite entschärft. Wenn du von oben ziehst, du weißt ja selber, die Windenpunkte, die du am Baum festmachst, werden immer unten am Baum festgemacht. Mhm. Wenn du die dann oben am Dach festmachst, runtergezogen zum Baum, dann zieht er ja automatisch runter. Also, ja, das hat den entscheidenden Vorteil. Und ich glaube, beim Aufrichten ist es dann auch besser nochmal. Immer gut, viele Windenpunkte zusammen, wenn du das bei normalen Fahrzeugen siehst. Dasselbe jetzt bleibt da hier auch hängen. Och, nee. Der Park ist wirklich zu steil für die LKWs. Ein Wahnsinn. So, na dann bring dein Fahrzeug in Position. Hm. Also erstmal Mittelholz ging aus irgendeinem Grund nicht. Okay. Ging nur Langholz. So. Och, das ist ja schön. Bretter. Ja, da kann auch Bretter laden. Bretter, ja, das ist so die Textur. Das sind alles nur. Ne, was ist Bretter? Das sind Paletten, so mäßig. Obwohl, ne, das sind Bretter. Ne, das sind Bretter. Ein ganzer Trailer voller Bretter. Ja, aber wir müssen halt auf Langholz agieren. Hm. Ja. Ey, da hängt ja am Berg, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's alles. Ja, das so, ist halt, weil er nur zwei Achsen hat wieder. Darum, da runter. Darüber könnte man machen. Man könnte aber auch hier komplett umdrehen und wieder rückwärts fahren, oder? Das ist ja eigentlich Hubbelbibolle. Wenn es erstmal um die Ziele da unten bei den Kakaos geht. Hm. Da kannst du machen, wie du willst, ja.
Ich habe mal trotzdem lieber den ja mal wahrscheinlich noch nehmen, weil das hier ist jetzt gerade ein bisschen Mist. Erstens wegen der Höhe. Ich ja hier komplett. Komm, du musst doch dort hochkommen. Kann doch nicht sein. Du ein kleiner Hügel. Upsi. Klappt das nicht? Will er nicht hoch oder was? Ja, da hängt hier auf so einem kleinen Ding. Das ist doch lange Wahnsinn, wenn du das sehen könntest. Das ja, ist also, ganz auch, also auch nicht. Bestell, ja. Na, auch nicht mit Handbremse, also ne, hier Handbremse, Gas geben, loslassen. Okay. Ich glaube, ich versuche schon in der kleinsten Untersetzung. So. Es gibt ja hier auch nichts für die Winde. Gar nichts. Dann könnte okay. Hey, wenn du hier über die letzte Kante drüber bist, dann reicht. So. Ja. Windpunkte gibt es gerne. Nee. Weit entfernt alles. Ist jetzt nochmal damit. Einfach irgendwo in die Heide jetzt reinzufahren. Ich hab gar nichts sehe. Komm, 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 komm. Jetzt schaffe ich's. Ja, jetzt sind wir hier hochgekommen. Ob das der Hänger nicht? Ne, geht. Uiuiui. Boah, ist so ein ganz kleines Ding, da geht so steil hoch. Und jetzt zieht's ihn wieder runter, das gibt's doch gar nicht. Jetzt zieht's mich hier rückwärts wieder runter. Woran lacht das jetzt? Ja? Ich dachte letztens, das Problem hat nur das eine Auto gehabt. Aber wenn ja hier wirklich alle zu haben, dass es hier so steil ist. Arbeiten hier. Jetzt zieht's wieder in die Mitte rein. Ach, ich war blöd gleich, ja. Hätte ich jetzt den Hänger nicht dran, aber kann ich ja auch nicht mehr so viel laden, weißt du? Dauert's wieder ewig. Was hast denn du jetzt wieder Mittelholz oder was? Ah. Ohne den Hänger. Das ist egal. Ich muss ja auch den Weg nehmen, das ist ja genau das Blöde. Da rein. Bleibt da rein. Macht er sich nicht mehr. Bleibt nicht mehr. Heute nimmer. Ja gut, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Ich häng das Ding jetzt ab, bevor ich jetzt hier länger. Sinnlos. Sinnlos. Wirklich wahr, dass die hier nicht hochkommen. Gut, er hat jetzt auch nur zwei Achsen. Wahrscheinlich liegt es auch daran.
Das ist ein größeren hätte mit Vieren. Am Vierachs haben wir, glaube ich, gar nicht mit reingenommen, ne? Glaube nicht, ne? Okay, es liegt nicht nur am Hänger. Ich habe den abgehangen und die Bude zieht trotzdem quer. Okay. Ja, geht eigentlich so gut. Aber irgendwie... Ja. Diese Kurve hasse ich auch wie die Pest. Der hat links und rechts so einen ganz kurzen, so wie so ein Abhang, weißt du? Da kann ja nichts passieren, ne? Du fliegst da nicht um, aber du kannst da halt reinrutschen. Das nervt. Na klar, rutsch noch weiter zur Seite. Das war, glaube ich, wieder. Ach Mensch. Das ist bestimmt irgendwie hier kartenlastig. Weil hier ist kein tiefer Schlamm, hier ist nichts. Und trotzdem hängt er sicher fest. Kann er nicht sein. Solche denn eure Gartenlauben, Alter, mit den Biestchen, ne? Ich, Gartenlauben. Ja. Verholzmann ist da, hallo. Naja, der ist auch da. Aber wieder da ist. Naja, das blockieren, da blockieren mich die Dinger, ja. Drück's. Naja, eure Bretter auf. Jetzt ziehen wir Scheiße hier so quer rein in eure Drecksbude. Jetzt rutscht er. Wenn jetzt kippt er um. So. Naja, aber fast. Ich hab mal einen scheiß Gartenlaternen hier, einen scheiß Lauben-LED. Ja, überall solche scheiß Wegpunkte hier, das ist was ich meine. Boah, hat einen schönen Trailer reingefressen, oder? Das ist jetzt erst.
Herrlich. Sei jetzt mit Vorsicht. Es ist eh zu spät hier mit Vorsicht. Kannst du vorsichtig sein? Ja, ach du Scheiße, noch eine Dickkarre jetzt. Weg. Weg von der Scheiße, sehr gut. So, wieder kein Windenpunkt, och Mann. Oh, anderen Weg gewählt, ich würde sagen, scheiß Idee. Also diese Spießerbuden hier, nicht mit Langholz, das kannst du nur dann lieferst erstmal die großen an, weißt du, also die weitläufigen am Damm und die Spießerbuden, da mache ich dann den Kurzholzaufsatz drauf und fahr da so rein, weil du hast ja keinerlei Wendemöglichkeit, ne, das ist ja hier alles. Hier steht so ein scheiß Utsatz, dann steht so ein scheiß Yamaha hier und dann hast du noch das scheiß Laubentor, dann hast du noch überall diese Solar-LED-Dinger hier, dass so jeder schön sieht, wie scheiße der Rasen aussieht. Weißt du, und du bleibst an jedem dieser besoffenen scheiß Drecksdinger hängen. Ich hab das Tor habe ich schon weggeruppt, also wirklich. Also das eine Tor ist irgendwie weggeklitscht. Das habe ich weggeruppt. So. Wird hier nichts. Kann ich ja nicht mit 30.000 Tonnen einfahren. Da würde ich sagen, Fahrzeugwechsel. Soll ich nämlich jetzt auch machen? Ja, nee, das Fahrzeug ist in Ordnung. Ich brauche halt Kurzholzaufsatz. Du kommst so mit normalen Fahrzeug und Langholz hier nicht rein. Das ist zu eng. Das ist doch ja, oder halt Mittelholz. Ja, gerade so. Ja. Ich hole mir jetzt den Jamal. Ist mir zu dumm gewesen, gerade so ein bisschen. Es ist ein schönes Fahrzeug, aber. Ach, jetzt musst du erstmal wieder übergeben. Ach, alles klar. Also, oder erstmal herkommen, sonst sehe ich nichts. Ganz ruhig bleiben. Schnell, ich bin aufgeregt. Reicht das? Ja, reicht nichts. Muss ja noch mehr ran. Ja, das muss in dem Kreis sein, wie wenn du Autos freischaltest. Au, das tat weh. Auch zu Schaden plus. Okay. Ist schon da? Ja, klar. Ja, ich sehe keine Hölzer. Nö. So ist das. Du welche? Nö. Finde, wo sind die hin? Ne, keine Ahnung. Ich war wahnsinnig hier. Also ich hab nichts gemacht. Fahr mal rückwärts, lass mich da mal ran. Geht immer. Ne, das ist, falls sie mich nicht sehen, ja, ich bin hier. Nö, ne, tauchen wir auch nicht auf. Och, Mann. Könnte vielleicht sein, dass ich mit dem Ural da herkommen muss. Keine Ahnung. Wegploppen werden sie schon nicht, oder? Ja, sieht ja so aus wie ja schon. Wenn keiner sie von uns sehen kann. Nimm mal den GDS Blue, weil damit habe ich sie ja gebaut. Damit habe ich sie an dich abgegeben. Aber das wird wahrscheinlich sich nichts verändern, weil ich sehe die ja nicht mehr als weiß. Nö. Ganz drüben liegt noch einer. Und da, wo du ja rübergefahren bist, da sind ja nochmal zwei aufgeploppt und das war's. Aber hier sind jetzt keine. Nö. Kommt doch nichts wieder. Ach, wie cool. Aber wie lange sind die jetzt geblieben? Die sind noch nicht weggeploppt, wo du drüber gefahren bist, oder? Nö, wüsste ich jetzt Scheiße. Nicht. Hätten die Fahrzeuge dann wahrscheinlich erstmal alle rüberholen sollen.
Ach, jetzt gibt's ja aber auch keine Dämme, die ich jetzt hier einfach mal so ganz dezent mein Haar schmeißen könnte, oder? Irgendwo was. Hier. Freunde, wir sind aber erstmal wieder fertig und der Klick, ja, der beschreibt mal die Folge in seinen letzten Worten der Folge. Ja, scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Tschüss. Tschüss.